Schwör hart, ey. Das waren leider jetzt alle Erinnerungen, die hier so rumstromerten. Notiz lesen. Vorbestellerbonus. Verbote. Du kannst den Vorbestellerbonus Blutcode Verbote im unterirdischen Lager im Empfang nehmen. Okay. Okay. Wir kriegen doch noch einen neuen Code. Okay. Ja. Verbot bietet große Macht und einmalige Talente, die nur jene nutzen können, die Entschlossenheit zeigen. Geil, wir haben einen neuen wieder. Schön. Nice, nice. Da müssen wir gleich mal gucken, was der überhaupt kann. Ist bestimmt so ein overpowerter Deal, weil DLC-Ding, weißt du? Sonst noch irgendwas? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass da was blau blinkt. Das wird keinen Sinn ergeben. Dass das Aussehen ändern? Ich habe da hinten auf der Karte noch was gesehen. Nicht, dass das auch irgendwas Vorbesteller. Am Rand der Karte steht etwas. Nächstes Ziel, suche die Blutperlen. Untersuche ausgetrocknete Gräber. Ach so, da kriegen wir ein bisschen zu hören, wo wir dann als nächstes hin müssen. Nice. Okay, jetzt müssen wir aber als allererstes mal in unsere Talente schauen. Verbot bietet große Macht und einmalige. Verzweifelter fügt deinem Umfeld massiven Schaden zu, aber bringt dich an die Schwelle des Todes. Überhaupt nicht begeistert. Okay, Flammenwaffe. Okay, irgendetwas, was passiv ist. Regeneriert nach dem Parieren. Okay, Parieren ist scheiße. Erhöht Stärke und Geschick. Hm. Erhöht die Angriffskraft, wenn ein Einhandschwert. Ja, wir brauchen Dunst. Wir brauchen definitiv Dunst. Ja, das dürfen wir noch nicht. Erhöht das Geschick. Erhöht zeitweise den Entzug, den wir haben. Merkur. Merkur war die neue. Reduziert beim Sprinten. Ich kann sprinten? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ich sprinten kann, ehrlich gesagt. Erhöht den Giftwiderstand. Heilt dich und deinen Partner von Gift. Am besten zur Abwehr genutzt, bevor der Effekt wirksam wird. Erzeugt eine temporäre Barriere, um dich und deinen Partner den Blitzwiderstand zu erhöhen. Startet deine Waffe aktuell mit Blitz aus. Okay, so eine Blitztante reduziert die. Okay, das können wir noch nicht, aber ich lese trotzdem. Reduziert die Rate, mit der die Fokusleiste verbraucht wird. Erhöht die durch Besiegen von Gegner erhaltene Dunstmenge. Okay. Heilt dich und deinen Partner von Verlangsamung. Erhöht den Verlangsamungswiderstand. Bringt dich zur letzten berührten Missile zurück, ohne Dunst zu verlieren. Okay. Wen hatten wir sonst noch? Atlas? Atlas war er, genau. Belastbar erhöht die durch erlittenen Schaden Fokus. Springt vor und schlagt zweimal zu. Erhöht einen Entzugswert, wenn du parierst. Ja, aber da, ne? Das ist er sowieso nicht unser. Erzeugt eine einmalige Barriere, um dich und deine Feinde und Schaden stark zu reduzieren. Das macht er ja ständig auf bei uns. Erhöht zeitweise den Widerstand gegen Wanken. Erhöht die Angriffskraft, wenn du Zweihandwaffen trägst. Erleidest du tödlichen Schaden, wenn deine LP über einen bestimmten Wert liegen, überlebst du mit ein. Okay. Ermöglicht es, zeitweise Angriffe abzulenken. Erhöht Stärke und Vitalität. Das hier ist eigentlich noch ganz gut, weil Vitalität ist immer für mich wichtig. Erhöht die Kraft des nächsten Angriffes. Was hatten wir sonst? Merkur, Jäger, Prometheus, Berserker. Ich finde das doof, dass Zauberwirken also nichts anderes hat. Das ist echt doof. Reduziert die verbrauchte Ausdauer beim Blocken. Aber hier war ja, glaube ich, nichts mehr. Nichts mehr Interessantes. Erhöht das Gleichgewicht. Okay, wir müssen also Dunst sammeln. Wir müssen eigentlich erstmal Dunst sammeln und dann können wir weiter gucken. Aber bevor wir das mal machen, möchte ich mal in die Tiefen gehen. Ich habe etwas gehört. Du bist able to read blood code and incorporate it into your own? Krieg ich auch dein? Faszinierend. It would be an honor for you to take mine. I'm curious to see how you handled it. Oh cool, danke. Danke, Brill. Hätte ich mir fast denken können, dass der eigentlich auch noch unser Dude ist, wo wir Blutcode kriegen. Hermes, eine gute Mischung aus Nahkampf und etlich nützlichen Talenten. Es tut mir leid. Wir müssen noch mal gucken.
Wir müssen einfach nochmal gucken. Ich hätte vorher gucken sollen. Hermes, 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 Hermes. Sprengt Gegner im Umfeld mit einer Schockwelle weg. Erzeugt durch plötzliches Freisetzen verdichteten Ichors. Ein extrem schneller Angriff. Erhöht die Paralyse-Widerstand. Erzeugt einen Lichtkegel zu deinen Füßen. Achso, einfach nur um Licht machen. Heilt dich und deinen Partner von Paralyse. Feuert da ein Projektil auf frostigen Eis ab. Erhöht Stärke. Erhöht zeitweise den Waffenwiderstand. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner Gegenstände hinterlassen. Reduziert die Rate, mit der die Fokusleiste. Erhöht den durch aufgeladenen Entzugangriffen verursachten Schaden. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Cooles oder so dabei. Das hier klingt eigentlich, sprengen Gegner im Umfeld mit einer Schockwelle weg. Klingt eigentlich recht gut. Achso, damit kann ich schon maximieren. Achso, ich kann sogar schon. Dann brauche ich das gar nicht lernen. Dann ist das jetzt... Du hast das Talent gemeistert. Ah! Das geht bei manchen also, dass ich den... Ach, das sind denn die Erwecker. Und jetzt haben wir blutigen... Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz durch... Ich lerne hier Neues, okay? Reduziert beim Sprinten. Ich will nicht an der Schwelle des Todes stehen. Erhöht die durch erlittenen Schaden. Erhöht die Kraft des nächsten Angriffes. Gut, da haben wir ja alles. Erhöht die maximale Ausdauer. Zack, schalten wir frei. Haben wir drinne. Nice. Und hier hatten wir ja auch nochmal. Erhöht die maximale LP. Zack, drinne. Dann haben wir das. Nice, 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 nice. So geht das also. So geht das also. Feuert ein aus Ico erschaffenes Geschoss ab. So geht das also. Okay, warte. Ich lerne gerade sehr viel Neues, okay? Okay, jetzt haben wir mehr Ausdauer. Und mehr davon. Wir haben immer noch den Prometheus-Code drinne. Heilendes Opfer brauche ich nicht. Gemeinschaft mit dir senkt Ausdauerverbrauch beim Blocken und Ausweichen. Erhöht Angriff. Ist das passiv? Ne, ist ein Aktiv. Ist ein Aktiv-Talent. Okay, wir können aber immer noch nicht das machen, weil wir die Willenskraft nicht dazu haben. Weiche wie Nebel, dann Schlitze im Sprung. Was ist das nochmal? Blutiger Einschlag. Achso, ja, den hätte ich auch gerne nochmal. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo wir den blutigen Einschlag mit hinmachen. Ich glaube, wir machen den einfach mal hier nach unten, weil ich ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob wir da unten jemals verwenden werden. Gemeinschaft mit Louis verstärkt Angriff und ändert Ausweichbedingungen. Ja, aber das will ich nicht. Oh. Wir haben ein Regenerations-, oder? Nee, null, 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 null. Da steht eine Null. Ich war gerade kurz schockiert, ob wir noch so ein Ding haben. Dann haben wir noch ein paar Splitter, aber die möchte ich dann erst verwenden, wenn wir... Wenn wir wieder ein bisschen was zusammengesammelt haben. So. The depths are a complex of open spaces deep below the ground surface. They are untamed and mostly unexplored. The mist that formed in the battle against the Queen imprisons us. We've lost contact with the world outside. And the Lost and the Miasma came at the same time, reducing our way of life to a sliver of what it was. It's only natural that people would turn their eyes downward in search of new possibilities and resources. The depths are necessary for our future. I hope you'll take some time to help further our survey. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden in die Tiefen mal gehen. Was so ein bisschen unerforschte Höhle. Wir fangen mal mit einer Höhle der Toten an. Wir fangen einfach mal so an. Denn da soll man sehr gut Ressourcen und sowas und so ein bisschen zum Leveln und einfach mal reingucken, weil es gehört irgendwie auch dazu. Deswegen müssen wir da auch reingucken. Und wir haben echt viel dazu bekommen. So, Karte der Umgebung. Dann ruhen wir uns nochmal ganz kurz aus. Einfach nur, damit wir nochmal die ganze, die ganzen 200 Lebenspunkte, die wir dazu haben, bekommen haben.
Okay, unerforschtes Gebiet, sagt er, und okay, da ist zu. Don't get too wild out there. Ich weiß immer noch nicht, wie man sprintet. Enemy right by us. Bring it any time. Ich muss mich jetzt auch erstmal, ehrlich gesagt, ein bisschen an was gewöhnen. Okay, diese scheinen hier relativ low zu sein. Aua, was ist das? Ich habe echt vergessen, wie es geht. Okay, die sind hier mega low. Die können wir hier aber sehr gut wegschnitzeln. Schlüssel zur Höhle der Toten 2. Okay, wir müssen uns, glaube ich, nicht wirklich bemühen. Sagt er und stirbt. Okay, wir sollten aber auch ein bisschen... Ein bisschen sollten wir uns doch bemühen, weil irgendwie ist es auch doof, wenn wir dann zusammengeschlagen werden. Schwere Axtbefestigung. Was heißt Befestigung? WG-Meister. Okay. Bin ich denn der WG-Meister? Guck mal, aus dem Grund sammeln wir hier nämlich. Aha. Machst du hier auf wichtig oder was? Aua. Wir haben hier scheinbar irgendwie einen Endgegner. Okay. Endgegner. Endgegner nennt er den. Okay, der war ein bisschen low. Jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Ja. Okay. Man sollte im Leben nicht so viel lachen. Okay. Ja, Endgegner. Der war ein bisschen... Da liegt ja sogar noch was. Ich muss auf die Karte gucken. Okay, wir haben die Karte gerade erst geöffnet. Königin-Eisen, das ist gut. Damit können wir unsere Sachen aufbessern. Okay. Vielleicht finden wir hier auch ein... Ja, wir gucken da nochmal nach rechts rein. Wenn wir da irgendwo nach rechts noch gucken können. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Mann. Übrigens tragen wir ja sogar eine Zweihandwaffe. Erledigt. Eikor-Konzentrat. Nicht genügend Platz, ja. Nimm mit. Irgendwo. Schieb's irgendwo hin. Passt das? Gibt's eine Links- und Rechtsabzweigung? Decision is yours. Ah, hier. Nee, und dann kamen wir. Ah, hier. So. So wird ein Schuh draus. So wird ein A hier draus. Okay, hier müssen wir dann aber auch öfter mal reingucken. Einfach nur... Er one-shottet sich hier einfach. Oh, da liegt noch ein Gegenstand. Chemisches Licht. Ich weiß nicht, wofür ich chemisches Licht brauche, aber vielleicht kommen wir irgendwann nochmal in richtig dunkle Orte oder so. Da unten liegt etwas, was wir gebrauchen können. Ja, wir sind wieder. Wir werden wieder erstmal angegriffen. Klick das mal ganz kurz an. Hermes Überrest A, schön. Ach, von hinten, den habe ich gar nicht gesehen.
Er wollte sich nicht drehen. Du machst das schon. Breitschwert, Breitschwert. Die können wir eigentlich, glaube ich, auch alle verkaufen, oder? Au, okay. So, Belohnung erhalten. So, meine Güte. Das war jetzt ein bisschen... der Große war jetzt ein bisschen böse. So, ich hau mir mal ganz kurz was rein. Und dann haben wir den Hermes-Splitter bekommen und dann können wir jetzt eigentlich weiter gucken. Beziehungsweise eigentlich... Ah ne, da geht's auch noch. Da hinten ist auch noch ein blau, ein roter... Ein roter... Okay, das ist, glaube ich, nur so eine Blume, oder? Das ist, glaube ich, nur eine Blume. Blume. Und eine Karte für uns. Irgendwas vergessen? Sieht nicht danach aus. Sauber. Sauber. Naja, viele EXP gibt's nicht. Oder Blutpunkte. Ich nenne es trotzdem Blutpunkte. Ist mir egal. Ich werde es immer in meinem Leben Blutpunkte nennen. Oh, was gibt's hier? Wolltest du was beschützen? Schlüssel! Hole der Toten. Hole der Toten, genau. So. Höhle der Toten 1. Wir haben auch schon den Schlüssel Höhle der Toten 2, also... Ich hab wirklich keine Ahnung, wie man sprintet. Wir können doch sprinten, oder? Ich guck nochmal ganz kurz, weil wir nicht wirklich hier drinne waren. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen haben. Ja, er weiß nicht, wo lang. Juhu, der Typ hat Ahnung. Okay, der Typ weiß echt nicht, wo lang. Was ist das eigentlich für eine Taste? Jetzt müssen wir hier lang. Dann weiß er, ja, der hat Ahnung, er hat Ahnung. So, ich gehe mal davon aus, dass wir den Schlüssel da benutzen können. 20 kostet der AOE da. Ich gehe mal davon aus, dass wir dafür den Schlüssel brauchen. Du hast verwendet Schlüssel 1 und 2. Cool. Das heißt, wir kommen weiter. Oder machen jetzt den kompletten Endgegner? Ich weiß es nicht. Okay, den kompletten Endgegner. Keine Ahnung, was das war. Au. Hätte ich mir eigentlich denken können. So, aufgeräumt. Ja, Königin Eisen, Erweckerdingster, Bumster, Tüdelkram. Und dann haben wir Halle der Toten eigentlich komplett fertig, wa? So wie es scheint. Ich hab's einfach mal gemacht. Habe aber keinen Plan, was passiert ist. Ich glaube, wir sind stärker geworden. Oder er, oder... Ich habe keinen Plan. Egal, wir haben das Ding hier fertig. So, Stufenaufstieg. Geht noch nicht. Geschenke habe ich wieder nicht erhalten. Das ist so bitter. Dann gehen wir zurück in die Basis und machen nochmal die andere Tiefe. Dann nehmen wir nämlich auch mit den Tiefen auf den richtigen Stand. Und dann läuft es bald langsam.
Es läuft. Ich weiß aber nicht, ob ich die Zweihandwaffe da behalten möchte, den Pixelspeer. Ich weiß noch nicht, für was für eine Waffe ich hier mich entscheide. Im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, glaube ich, weil... Naja, im Endeffekt, glaube ich, ist jede Waffe hier gut und es gibt keine schlechten Waffen. Bis auf das Rohr vielleicht, also, aber so jetzt, ne? Wisst, was ich meine? Glaube ich. Würde ich mal so jetzt sagen. Ausgehen. Hi. Yes, this is a map of the depths. If you want to go to this location, tell me, and I'll guide you there. Das ist cool, danke. Geh in die Tiefen. Weil wir haben ja die Maps gefunden. Die finstere Höhle. Hier steht ja auch sogar, was wir kriegen. Erwecker, chemisches Licht, Dolch, 100%. Gehen wir hier rein. Also wo sehe ich da bitte schön Gefahr? Mann, seit dem Lachen habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit Husten. Das ist scheiße. Schnervt voll. Another day together. Ja, another day. Oh, cool, mal Geschenke. You have to take whatever you can use. WG-Meister. Was ist WG-Meister? Es sieht so aus, als ob wir da unsere Waffe mit Eis verzaubern können. So, erstmal aktiviere ich mir hier meine Mistel. Meine Mistel Pistol. Und dann gehen wir einfach mal in einer Richtung los und gucken mal, wie stark die Monster hier jetzt sind. Hallo. Hallo. Okay, keiner will was von mir. Hallo. Hier sind die Monster, glaube ich. Ach, da. Gehen wir erstmal hier nach rechts. Wo ist er? Ist er tot? Oh, ist tot. Okay. Nicht stark. Wir wissen jetzt, die Monster nicht stark. Vorne happelt jemand. Ihr seid nicht wirklich gruselig. Ihr seid so eher vorhanden. Oh, da liegen noch Gegenstände. Gegenstände mitnehmen, Junge. Achte. Klassische Kamera. Okay, wir könnten eine Kamera gebrauchen wollen. Ich gehe mal auch davon aus, die Schlüssel. Das ist schon mal gut. Wenn wir den jetzt schon haben. Der hat was gedroppt. Hier können wir runter. Okay, da vorne sieht aus, als wie irgendwelche Endgegner. Okay, bemühen musst du dich aber wirklich nicht. Also darf. Wir sind ein bisschen zu over für die Abteilung hier, wa? Weil jetzt kommt wieder so ein größerer Boss, aber im Endeffekt sind wir ein bisschen over für das Ganze. Wir machen es trotzdem auf 100% durch, wa? Breitschwert. Erwecker. Erwecker. Könnten eigentlich auch alles erwecken, oder? Wir haben jetzt schon so viele Erwecker gefunden. Ich weiß nicht, aber im Endeffekt werde ich ja gar nicht alles verwenden, bin ich der Meinung. Ich laufe hier nur, einfach nur so, um zu gucken. Okay, den ersten Boss, Mini-Boss haben wir hier besiegt. Den ersten Schlüssel haben wir gefunden. Klatsch, klatsch, klatsch. Guck mich trotzdem noch um. Zum Beispiel müssen wir da nämlich jetzt, glaube ich, ein bisschen nach rechts uns halten. Oder? Nee, das war da, wo der Schlüssel war. Von hinten. Oh, der andere hast du schon tot gemacht. Entschuldigung, den hast du schon tot gemacht. Nichts? Oh, naja, ein kleines bisschen Blutpunkte.
Ja, wir sind bei 5000. Das ist jetzt, ja, es ist zum Aufrüsten ein bisschen gut und zu neue Talente lernen, aber sonst, ja. Ist doch gar kein. Gerade ausweichen. Aber ich glaube, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich sammle jetzt kurz ein. Geht euch nicht mit mir an, Alter. Ich kann durch alle durchpieksen. Ich sammle jetzt kurz auf. Belohnung! Verdichteter Verlustsplitter S. Aufgeräumt. Ich weiß zwar nicht, warum sie jetzt hier angekamen, aber wegen dem Gegenstand wohl. Ich glaube, das ist einfach dieser Ort, der triggert. Schon wieder die falsche Taste, das gibt's gar nicht. Make sure you're good and set before we go. Ja, ja, alles gut. Ich bin sowas von gut gesettet, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist wirklich spektakulär. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er sagen will. Lass ihn einfach machen. We're safe for now, at least. At last. So, haben wir uns mal ganz kurz ausgeruht und gehen den nächsten Parsch. War sonst nichts. Ich dachte, da wäre, weiß ich nicht, ein Durchgang oder so. Wir gehen erstmal wieder nach rechts. Regenerations-Eileiter. Sehe nichts. Die Karte war so nach oben. Verlustsplitter M. Und noch was. Ein Schlüssel, der letzte. Nice. Und hier liegt noch viel mehr rum. Altertümliches Material, sehr gut. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür wir altertümliches Material brauchen. Vielleicht um Waffen aufzurüsten oder diese Dinger daran zu machen oder so. Und Bajonett verschlingen. Okay, aber da wir ja überhaupt nicht mit Bajonetts arbeiten. Noch niemals mit Bajonetts arbeiten werden. Und der Typ quatscht und quatscht und quatscht. Kannst du auch niemanden verkaufen, ey. Der ist nur am Sabbeln. Oh, Dolche. Hast du mitgenommen? Achso, da lag noch was. Okay. Eine Bartaxt. Soll sie mal rasieren, halt, da hat ein Bart. Da vorne ist, glaube ich, wieder der Zwischenboss, weil hier auch wieder die vertrocknete Mistel ist. Oder die tote Mistel oder die faulige. So, okay. Das gibt Karte. Und das gibt Tod. So, Ende. Die sind aber auch einfach, du. Wir müssen definitiv mehr tiefere und härtere Karten finden. Das ist ja hier. Das ist ja Milchmädchenmäßig. Okay, aber wir haben alle Schlüssel. Wir haben alle besiegt. Wir waren, glaube ich, jetzt überall. Immer wieder die falsche Taste. Wir haben alle besiegt. Schließen wir die Tür auf, machen den Bosskampf und dann hüpfen wir weiter fröhlich durch die Weltgeschichte. Hier eine Tür. Er hat die richtige Taste gedrückt. Glückwunsch. Könnte auch einfach so mit der Karte gehen, aber sind wir mal ehrlich, bei meiner Orientierung hilft das auch nicht. 8800. Krisselkram. Lametta. Weil es weihnachtlich wird.
Ist nämlich bald Weihnachten. Dürft ihr nicht vergessen. So, Schlüssel verwendet. Wir sehen da schon den nächsten Hapsi. Sehr teuer, dieses, was wir gemacht haben, ne? Aua, okay. Erledigt! Habe ich noch nicht verstanden, was dieser Ruf da bringt. Okay, aufgeräumt. Wir sind hier fertig. Danke, tschüss. Habe ich noch nicht ganz verstanden, was dieser Ruf. Er kostet unsagbar viel Eikor, aber sonst...